das Stockschießen. Und was genau dran? Oder warum? Weil ich schon Medaillen gehabt habe. Wir taugen die Olympischen Spiele beim Stockschießen. Und mich gefreut, dass meine drei Betreuer mitgekommen sind. Der Uwe Ammer, die Melanie Greiner und die Evelyn Steinkölner. Das sind so ein super Coach für uns. Und das gefällt mir da. Und ich freue mich schon auf Turnier. Und die machen das viel super mit uns. Und die trainieren uns. Und die trainieren uns viel super. Und mir taugt da und ich freue mich schon, ob wir werden morgen. Ob wir Sieger werden oder ob wir Zweiter werden. Ich freue mich. Darf meine Betreuer da sind und uns unterstützen. Wenn alle Siegerehrungen organisieren darf, dann weiß man gar nicht, welchen Moment man nennen soll, weil es gibt eigentlich nur schönste Momente. Ja, das und stimmt. Einer der schönsten Momente war deine Goldmedaille, die ja, du gestern gehabt hast. Weil das sind Sportler und Sportlerinnen, die freuen sich immer über eine Medaille, so wie das keine anderen Sportler machen. Und sie sind auch traurig über 5., 6., 7. oder 8. Plätze. Ja. Aber die Trauer geht schnell einmal weg, weil sie sich dann einfach mit ihren Kollegen und Kolleginnen freuen. Ja, das stimmt. Da ist es. Ich war noch ja. Schön. Dort mit einem von ich komme als letzter Bursch. Das war der cool. Der schönste Moment war, wie die Behinderten das erste Mal in der Öffentlichkeit akzeptiert worden sind als Stocksportler. Als Stocksportler sind die Randgruppen und dass wir das erste Mal bei den Vorgames dabei sein dürften, der nächste Jahr 2017 dabei sein dürfen. Weil sonst waren ich nur mehr die steirischen Meister und österreichischen Meisterschaften und war ich bei Special Olympic außer Bewerb. Das ist der schönste Moment. Dass seit 22 Jahren, wie wir angefangen haben, mit Behinderten Stocksport zu üben, sind langsam mit der Bevölkerung akzeptiert worden. Das war der schönste Moment bei Special Olympic. Ich weiß, bin glücklich, wie es gekommen sind alle. Und es hat mir auch die Silbermedaille und Bronzemedaille bekommen. Bist du stolz auf dich? Ja, sehr stolz. Glücklich. Das erste Mal mitgemacht, aber ich war sehr stolz. Super.